So, wir kommen hier zurück zu Minecraft Leben. Der Tag bricht gerade mal an. Ich weiß nicht, was er anbricht, aber zumindest der Mond geht unter, weil das ist auch ein gutes Zeichen. Moment, jetzt bin ich eigentlich am falschen Ort, denn es gibt ein paar Neuerungen oder es gibt ein bisschen was ich gebastelt habe oder wo andere mir auch mitgeholfen haben. Der Turm, da hat sich eigentlich nicht wirklich viel verändert. Ich bin heute wieder alleine, von daher, es ist gerade zu einer Uhrzeit, zu der nicht viele da sind, sage ich mal. Also es sind schon ein paar auf dem Server, aber im TS ist halt nichts los. Und von daher bin ich gerade mal alleine hier. Der Turm hat sich unwesentlich verändert. Ich glaube, das hatten wir alle schon gesehen. Ne? Hier, dass der ganze Kram so übersteht und der ganze Krempel hier. Da habe ich noch ein kleines Schild dran gepackt. Das sollte auch okay sein. Genau, oben habe ich noch ein bisschen versucht. Wobei, ich habe da nicht wirklich was gemacht. Da habe ich noch so, wow, ein, zwei Bilder hingehangen. Das haben wir schon gesehen. Ich habe da oben noch Fenster reingemacht. Das passte gerade mal so. Ich hoffe mal, vom Lichtlevel hier drinnen passt das überall. Ich habe das in der Nacht jetzt leider nicht überprüft. Das ist so eine zweite Fackel, könnte noch hier in die Ecke hin, dass es nicht ganz so dunkel ist. Aber ansonsten, ja, hier müssen natürlich, hier würde ich noch gerne ein paar Bücherregale mit reinstellen, da und da vielleicht, oder, ja, weiß ich nicht, irgendwo hier, also hier kann noch eine Truhe hin, ne, so als Bettbegleiter. Hier kann, was ich, kann meinetwegen auch noch einen Ofen hin, falls einmal irgendwie kalt sein sollte. Das könnte man alles machen. Und ich würde mal sagen, ich gehe an Stellen, wobei nehme ich noch Krempel mit, ich weiß es nicht. Doch, hier nehme mal ein Stack davon mit, ich nehme auch ein bisschen davon mit. Man weiß ja nie. Ich müsste im Prinzip mal wieder Holz fällen gehen, das ist noch ein bisschen ungünstig. Aber passt schon. Achso, Diamanten hatte ich noch ein paar gefunden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Aufnahme schon mit drin war oder nicht. Na, hier wechselte, hier lebt man ja ständig weiter, von daher, das passt schon. Und genau, es wurde geschrieben zum Beispiel, dass es, wenn man nur hier schaut, oh, ein Enderman, schwierig ist zu schauen, wo ist er hin? Warum will der weg? Dass es gar nicht so einfach ist, hier alles mitzukriegen, was hier alles passiert. Ich kriege das selbst alles nicht so ganz mit. Das ist ein bisschen das Problem gerade, dass es einfach so viel passiert. Oh. Gut, dass die Creeper keinen Schaden machen. Dass hier so viel passiert, dass ich selbst überhaupt nicht immer ständig weiß, was hier los ist. Von daher, hier ist mittlerweile alles so vollgewachsen. Im Prinzip, die Gänge hier vorne sind ein bisschen zu schmal. Hier kann man schön verzaubern. Gibt es auch einen Amboss, gibt es Spenden für Bücher. Okay, das gibt es auch einfach so. Ist ein bisschen dunkel hier drinnen, ne? Aber sieht auch ganz cool aus. Es sind ein bisschen viele Bücher geworden. Wobei, ich glaube, das ist genau die richtige Anzahl von den Regalen. Es gibt, oh, mit Lastenkran sogar. Das ist natürlich Deluxe. Ja, es ruckelt gerade mal so ein bisschen. Das liegt daran, weil hier einfach so ein bisschen viel los ist und ich gerade aufnehme. Ich muss dann nochmal, ich probiere hier irgendwie jede Aufnahme eine andere Aufnahmemethode durch. Von daher, irgendwann werde ich vielleicht was Ordentliches finden, was gut passt. Genau, und was ich meinte, was anders geworden ist, ich gehe da mal außen rum. Machen wir es mal so. Hier sind noch so ein paar Regeln von wegen, wie groß die Grundstücke sein dürfen, und zum Beispiel keine ganzen Inseln mehr in Anspruch nehmen und solche. Hier gibt es noch ein paar Wegweiser. Das ist schon ganz nett, weil irgendwann verliert man echt den Überblick. Ach, guck mal, der Turm ist auch noch ein bisschen gewachsen hier. Ich glaube, stand hier nicht vorhin ein kleinerer Turm? Hat da jemand sich bedrängt gefühlt von German Let's Plays Turm? Es scheint mir fast so. Er wird einfach mal angebaut. Ist auch gut. Achso, hier hinten, ja, können wir mal schauen eben. Da hinten ist übrigens der Baum des Lebens, glaube ich, oder Baum der Weisen, irgendein Baum war da. Hier war ich auch lange nicht mehr, meine Güte. Ich habe noch oder überlege gerade, ob ich, was ich als nächstes bauen würde, was für ein Großprojekt als nächstes kommt. Hier die Krempel rum, okay. Von daher, hallo Creeper. Der Server ist auf schwer mittlerweile, von daher, ich wurde letztens auch, naja, ich war Level 24, dachte mir auch, Mensch, ich brauche noch ein paar Level, dann kann ich schon auf Level 30 verzaubern. Und dachte ich mir auch, komm, grenze mal durch die Nacht, ne, da hast du ja ein ordentliches Schwert, mit dem kriegst du das schon hin. Und hat auch eine ganze Weile gut funktioniert, war dann irgendwann Level 27, dann kommt ein Creeper an, sprengt mich auf zwei Herzen runter und dann waren da plötzlich zwei Skelette und ich konnte da wirklich gar nichts mehr machen. Das war dann ein bisschen, dann war ich spontan auch mal tot. Das war etwas ungünstig. Also ein ganz netter Platz hier eigentlich. Ich gucke gerade mal ein bisschen rum, das hätte ich eigentlich auch wann anders machen sollen. Ich wollte eigentlich komplett was anderes machen.
Das ist ein bisschen ungünstig jetzt. Ich wollte einfach nochmal zum Hafen gehen und da zeigen, was ich gebaut habe. Aber im Moment, meine Güte, ein UFO-Baum. Schön. Na, Enderman, bleib hier. Bleib. Hallo, ich habe kein Schwert. Das sieht nur so aus. Ich will eine Enderperle haben. Ich habe schon 3 Stück. Auf jeden Fall bin ich dann gestorben, mitten in der Wildnis. Was auch an sich nicht so weiter schlimm. Also es war doch schon, das war schlimm. Problem war, ich hatte dann Probleme, dass ich wieder meinen Ort finde, wo ich gestorben bin. Weil das halt mitten in der Wildnis war. Entsprechend war das halt nicht auf irgendwelchen Wegen, wo man schnell hätte hinfinden können. Und, aua, das ist immer... Hallo, sterben bitte, 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 bitte. So, kaputt. Deswegen hatte ich das Problem, dass mein ganzer Krempel... Ich hatte eine Diamantspitzhacke mit dabei, also die eine, die ich gehabt habe. Ich hatte das Diamantschwert mit dabei. Und war dann halt irgendwo. Mein ganzer Krempel lag da rum, meine ganze Erfahrung lag da rum. Auch alles, was ich an Inventar gehabt habe, lag da rum. Und ich musste das erstmal wiederfinden. Das hat ein bisschen gedauert, weil ich erstmal in eine falsche Richtung gelaufen bin. Tja, und deswegen, ich hatte dann irgendwann Glück, dass die Chunks halt nicht so schnell aktualisieren. Von daher, die ganze Story in Textform gibt's beim Zombie in der Folge Nummer 7, die heute erschienen ist. Weil der zufällig gerade auch zu dem Zeitpunkt online war. Endzeit, Skamelige Turmprojekt. Okay, da könnt ihr dann meine Chat-Nachrichten sehen, wo ich mich über die Geschehnisse gefreut habe. Hier ist der Debitor. Bastelt hier immer noch. Na, könnt ihr gerne beim Zombie reinschauen. Er hat mir dann, weil ich halt meinen Diamantkrams verloren habe, eigentlich hat er mir eine Kiste hingestellt mit ein paar Geschenken. 2 Diamanten und eine gute Glücksspitzhacke. Diamantspitzhacke. War sehr nett. Allerdings, nachdem er mir das hingestellt hat, habe ich meine Sachen dann auch wiedergefunden. Von daher habe ich quasi Sachen, naja, komplett geschenkt bekommen. Ich will mich da nicht beschweren. Ich habe ihn 3-mal gefragt, ob er das wieder haben will. Und meinte er, das passt schon. So, ach, hier gucken, hier wird gewerkelt. Wer ist denn dabei? Wer ist denn das? Achso, Sturmwaffel. Ich würde gerne irgendwann irgendwo hier raus. Da vorne kann ich das. Genau, ich wollte da vorne am Hafen zeigen, da hat sich ein bisschen was verändert. Hier gibt es mittlerweile so einen Zaun drumherum. Und der Hafen sah halt vorher nicht sonderlich schön aus. Deswegen habe ich da mich mal zusammengenommen und da ein bisschen dran herumgewerkelt. In dem Bereich hier vorne nicht wirklich. Hier ist eigentlich noch fast alles beim Alten. Hier sind halt ein paar Zäune, die habe ich nicht gemacht. Das hat Sommer hier, glaube ich. Also ich glaube, dass es Sommer war. Hat hier noch ein bisschen herumgewerkelt. Ist ein bisschen sehr eng geworden, finde ich gerade mal. Aber die Stände hatte ich, also der Stand war vorher schon. Den Stand hat er noch mit dazu gepackt. Hier hat er auch noch was gemacht. Fischstand, genau. Ich wollte... Hier sind keine Fische drin, das ist schön. Ich wollte eigentlich hier noch ein paar Bilderrahmen mitgenommen haben. Ich habe leider keine Wolle dabei, um hier noch ein paar Fische an die Wand zu hängen. Aber gut. Was wir gemacht haben, hier ein bisschen geändert, ein bisschen kantiger gemacht haben. Das war vorher so eine sehr seltsame Kante. Ist noch ein bisschen eng. Ich würde hier noch ein paar kleine Bootsstege reinklatschen, dass man dann noch ein paar kleine Anleger hat, wo man mit Fischerbötchen und sowas reinpatschen kann. Man könnte dann da unten noch in dem Dings ein paar kleine Mulden machen für Fischerkrams und sowas. Ich habe auch mal geschaut, wie das mit den Glowstones eigentlich ist. In welchen Abständen die noch ausreichend Licht machen, dass hier nichts spawnt. Deswegen ist der Boden gerade mal nicht so voll gefackelt, sondern hier sind die Glowstones drin. Die sind noch nicht ganz perfekt angeordnet. Das sieht man noch, dass das nicht alles hier schön symmetrisch ist. Aber sieht besser aus, als wenn das wirklich alles vollgefackelt ist. Das war dann ein bisschen blöd. Die Brücke haben wir nochmal anders gemacht, beziehungsweise die muss noch anders gemacht werden. Hier die Kante ist anders geworden. Das war ja vorher auch einfach nur gerade und dann war da nichts oben drauf. Oh, da unten ist noch schlecht beleuchtet. Halt mit diesen Zinnen hier, wie auch immer man das nennen will, dass es da ein bisschen ist. Hier unten ist plötzlich ein Haus entstanden. Na, aber sieht doch jetzt schon besser aus hier mit den ganzen Zäunen und mit den Teilen, die hier überstehen. Ist schon ganz nett. Oh, ach, da hat er auch noch was gebaut. Und vor allem dieser Bereich hier sieht anders aus. Hier war ja vorher einfach nur eine schräge Treppe hoch und war halt nichts. Hier das Haus ist auch neu. Da hat der Simon sein Haus. Man erkennt es eigentlich immer. Das ist ziemlich das pompöseste Haus hier am Spawn.
Und genau, und das hier ist, habe ich da einfach mal so hingebaut in dieser Form, dass man hier oben das jetzt ein bisschen schöner hat, dass man hier, dass hier der ganze Teil muss auch noch anders, dass man hier halt so diesen Zaun hat, ein paar Pfeiler hier, dass das ein bisschen aufgeteilter ist auf ein paar Ebenen. Und diese ganzen Lampen hier gehen an. Na, es wird dunkel. Wenn es dann dunkel wird, dann gehen die einfach mal an. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit stehen und die warten hier. Wobei, nee, will ich nicht. Die gehen auf jeden Fall nacheinander an. Da ist ein Tageslichtsensor, hier ist ein bisschen Redstone reingeklöppelt. Können wir uns ja mal eben anschauen. Ist jetzt nicht sonderlich spektakuläres. Aber dass hier das halt ein bisschen weiter verteilt wird. Hier sind ein paar Repeater, damit das zeitverzögert alles angeschaltet wird. Da unten ist ein Sensor dran. Da kann man, glaube ich, umstellen gerade mal. Genau. Kann man schauen, jetzt müsste da gleich... Weil jetzt ist, glaube ich, die Zeit, wo das ziemlich gleich alles ist. Ziemlich ähnlich. Wo Tag und Nacht sehr gleiche Lichtverhältnisse bringen. Genau, das müsste gleich Tag werden, ne? Also hier ist ein bisschen, hier sind die ganzen Lampen, die sind hier drüber über dem anderen, sind die dann angeschlossen. Und wenn das jetzt eh schon so dunkel wird hier, können wir noch eben ein Sekündchen warten vielleicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe das glaube ich noch nicht so ganz richtig eingestellt, die Länge des... Was ist hier denn schon wieder los? Die Länge des... des Redstones, wie viel, ab welchem Moment, genau, hier wird es angeschaltet. Ah, sehr schön, hat funktioniert, passend zum Regen. Na, habe ich gemacht, oder haben wir gemeinsam ein bisschen dran herumgewerkelt. Fand ich ganz nett, so als Gimmick würde ich auch gerne noch weitermachen, dass man da hinten halt keine Redstones macht, sondern dass es auch, ich meine, dass hier keine normalen Glowstones sind, sondern dass die auch bei Nacht erst angeschaltet werden. Das kann man hier auch über diesen Bereich noch weiter verteilen. Ist halt, man braucht ein wenig Glowstone. Man braucht ein bisschen Glowstone. Ich muss mal gucken, ob, habe ich behutsam? Nee, habe ich nicht dabei. Mist. Ich müsste gleich mal in die Farming-Welt gucken, ob da denn ein Portal geöffnet ist. Könnte ich mir da ein paar Glowstones noch rausklöppeln. Ich hole mir mal eben meine Behutsamkeitsspitzhacke. Und dann reiße ich mir dann noch mal ein paar Glowstones aus dem Nether. Da kann ich dann Lampen draus machen. Die können dann von unten angefeuert werden. So, flops. Ja, hier, das ist alles ein bisschen eingeschrumpft. Hier war ja mal eigentlich ziemlich viel Wasser. Das kann man auch sehen, wenn man... Das konnte man sehen, wenn man hier drunter taucht. Hat er es mittlerweile angeglichen hier? Anscheinend. Konnte man eigentlich hier direkt drunter schwimmen. Da war eigentlich nur so eine kleine Erdschicht oben drauf. Aber ist ja auch schön so. So, wo ist er? Quatsch hier. Ich mache noch mal ein paar Rämeleinchens. Bisschen Remoulade. Bisschen Rahmelade. Ein paar Rahmen. So. Achso. Hätte ich mal den dicken nehmen müssen hier. Dann klatsche ich da noch ein paar. Ach nee, das sind Bilder. Ach, verdammt. Rahmen, okay, habe ich gar keinen Krempel für. Bilder sind auch nicht verkehrt. Bilder kann ich hier auch noch irgendwann später anbringen. Ich habe kein Leder für irgendwelche Rahmengeschichten hier. Das ist ein bisschen blöd. Dann lasse ich das spontan. Dann packe ich die hier rein. Die hänge ich dann später noch in der Hütte hier auf. Weil kann ich jetzt auch nochmal hier eben auf eine Schnelle 1 mit 2 machen. Das ist super. Ist halt jener Textur... Das ist blöd. Ist halt jener Texturenpack anders. Ja, weiß ich nicht. Warte mal, machen wir es so. Das sieht alles ein bisschen ungünstig aus. Es ist halt durch die Dreierbreite jetzt ein bisschen schwierig. Ja, keine Ahnung. Das ist doch schön. Wahrscheinlich sieht es mit anderen Texturenpacks fürchterlich aus. Die haben wir schon. Aber was soll's. Das ist das Problem, wenn man eine ungerade Wandzahl hat. Also wenn man eine ungerade Blockzahl hat. Ja, das hier kommen passt schon. Einfach ein bisschen Deko. Guckt ja eh keiner hin. Außer uns natürlich. Genau, Nether. Huch. Ich nehme halt Behutsamkeit mit. Glück kann ich später dann... Wobei die Glücksspitzhacke würde ich gerne hier behalten. Jetzt habe ich hier den ganzen Steinkrams mitgenommen und benutze den gar nicht. Ist auch schön. Da oben wurde auch mit ein paar Redstone-Lampen gearbeitet. Wie man merkt.
Der Leuchtturm leuchtet fleißig vor sich hin. Sowas könnte man, man könnte hier noch ganz fancy Lichtinstallationen machen. Ist halt alles ein bisschen Arbeit, ein bisschen Fummelarbeit. Dass man hier bei der Stegbeleuchtung auch irgendeinen Disco-Modus hat und dann leuchtet dann einfach mal alles, könnte man auch machen, dass das alles am Herumblinken ist. Wäre relativ sinnfrei, aber dafür sind wir ja da. So. Mal gucken, ob das hier offen ist. Einmal rüber in die Farming-Welt. Oh ja. Oh. Oh, das Portal ist an einem sehr schönen Ort generiert worden. Das ist ja schön. Aber schön. Mitten auf dem Meer. Also die Farming-Welt wird jeden Tag resettet. Und deswegen muss immer wieder ein neues Nether-Portal aufgemacht werden. Aber es gibt auch die Chance, dass man jeden Tag irgendein anderes Biom sofort trifft. Und von daher erstmal Glück hat, dass man da irgendwelche noch nicht bekommenen Ressourcen kriegt. Da liegt Erfahrung rum. Sauerei. Er muss ihn noch mitnehmen. Ja, der Shader ist hier unten so ein bisschen mittelgeeignet, sag ich mal, weil man den Himmel halt noch im Hintergrund sieht, falls da nichts geladen wird. Und hier wird herumgegrunzt. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo ein paar Glowstones sind. Da oben sind welche. Da sind, ich glaube, also alles, was hier immer direkt in der Nähe des Portals ist, ist eigentlich ziemlich schnell weggeerntet. Muss man da mal zusagen, weil hier sind halt ein paar Leute mehr, die gehen dann da einfach mal rein und reißen sich alles raus, was es gibt. Und deswegen ist hier auch kein Quarz gerade mal, weil das alles schon weggenommen ist, weil Quarz bringt halt ziemlich viel Erfahrung im Vergleich zu dem ganzen Rest. Oder halt ist mit einer der effizientesten Sachen, wie man hier Erfahrung kriegen kann. Habe ich Gerüst Erde? Ich habe 21 Erde dabei. Deswegen ist die eigentlich recht beliebt. So, ich glaube, wir haben ein bisschen Glowstone raus. Ich hoffe, ich komme da hoch. Ist ja mit dem Hochkommen nicht immer so einfach. So, schwupps. Ich wollte jetzt einfach mal diese Farming-Geschichten. Das ist natürlich jetzt nicht so sonderlich spannend, aber das hat sich einfach mal gerade angeboten. Weil das gehört auch immerhin alles mit dazu. Das sind auch alles Sachen, die wir sonst immer offscreen die ganze Zeit machen. Oder ich habe mich schon so oft durch die Erde gegraben, irgendwelche Rohstoffe finden. Das ist natürlich noch ein bisschen unspannender. Hier sieht man wenigstens noch mal ein bisschen was von der Gegend, was hier alles so ist. Und mit der Farming-Welt, ich glaube, in der Gegend, in dem Biom, wo wir da gerade gelandet sind, dass einfach nur ein Meer ist. Ich glaube, da, das ist bisher das Unnützeste, was du finden kannst. Weil, naja, Wasser gibt es in unserer Welt halt auch, ne? Sag ich mal. So. Ich kann mich hier drin ruhig verlaufen. Man kann dann einfach aus dem Spiel rausgehen, vom Server hier runter und dann wieder reinjoinen. Und schon ist man wieder an der richtigen Stelle. Also schon ist man wieder in der normalen Welt. Ist ein bisschen herumgecheatet, aber ja, hier den Weg zurückfinden ist, glaube ich, auch nicht so das Wahre. Die Musik passt auch total zum Nether. Das ist super. Ich hätte gerne noch mehr Glowstone, also so ist ja nicht. Komme ich da oben ran? Das ist immer ein bisschen hoch. Das ist ein bisschen sehr hoch. Komm, ich. Ist da hinten. Es ist alles so hoch, das Zeug. Was ist denn da los? Da unten sind Leute. Komm ich da hin? Das muss ich gerade mal schauen. Ja, doch, das geht. Aber gerade so. So, Behutsamkeit. Muss ich da gleich wieder runter. Das ganze Zeug dann einsammeln da unten. Komme ich da noch ran? Na, verdammt. Mist. Oh, wollte ich gar nicht. Klonk, schon ist es dunkel. So, und damit habe ich dann, damit werde ich dann nachher noch ein bisschen herumfriemeln, dass wir dann noch, im Hafenbereich ein bisschen mehr Beleuchtung, ein bisschen mehr sinnvolle Beleuchtung haben. Vielleicht auch zeitgesteuert dann. Man weiß es nicht genau. Muss ich nochmal schauen, ob das alles von der Verkabelung her gut funktioniert. Ob da drunter unter dem Steg nicht irgendwie noch andere Sachen sinnvoller wären. Und ich würde jetzt sagen, ich gehe gleich wieder zurück in die normale Welt. Wir haben 17 Glowstones mit dabei. Das ist schon mal ein Anfang. Es ist, glaube ich, Nacht geworden gerade. Und
Ich zeig euch dann beim nächsten Mal, wie das da im Hafen dann ausgesehen hat. Hoffe ich. War jetzt heute nicht ganz so die produktivste aller Folgen, aber ja, ne, ist ja auch noch früh hier. Von daher mal gucken, wie es beim nächsten Mal wird. Ich hoffe mal, ich habe dann noch mal ein paar andere Leute hier zum Aufnehmen oder ich bin öfter mal bei anderen mit dabei. Wie gesagt, beim Sommer könnt ihr gerne noch reinschauen. Da habt ihr meine Todesgeschichte noch. Beim Simon bin ich auch in der Aufnahme reingepoltert und habe das nicht mal wirklich gemerkt. Und naja, wie das halt so ist. Bis zum nächsten Mal hier bei Minecraft Leben. Adieu.